Es war kurz vor Mitternacht, am 20. Juni des Jahres 2012, als eine Frau namens Jessica Stefanko bei Domino's Pizza bestellte. Sie rief gezielt bei dieser Pizzeria an, weil sie wusste, dass eine ganz bestimmte Person dort arbeitete. Sie hatte eigentlich auch gar keinen Hunger, doch sie rief dort an, bestellte eine Pizza zu einem ganz bestimmten Ort. Einen Ort, wo bereits jemand auf die Lieferantin wartete, um sie kaltblütig zu ermorden. Ja, heute geht es um einen extrem heftigen und grausamen Fall, welcher uns einfach zeigt, dass wir einfach nirgendwo sicher sind. Ein Fall, in welchem eine unschuldige Pizzalieferantin von ihrem Ex-Mann ermordet wurde. Und warum? Es ging um das Sorgerecht von Kindern. Wie es überhaupt dazu gekommen ist und was genau passiert ist, werden wir heute besprechen. Doch in dem Sinne erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von True Crime. Schön, dass ihr wieder am Start seid und ich würde sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir, denn wir sprechen jetzt über einen unglaublich grausamen Fall. Der Fall, in welchem eine Pizzalieferantin kaltblütig ermordet wurde. Es war kurz vor Mitternacht, am 20. Juni des Jahres 2012, als Erica Stefanko bei Domino's Pizza in Portage Lakes Plaza anrief und sich als Jen ausgab. Allein da merkt man schon, dass irgendetwas im Schilde geführt wurde. Weil, also wenn ich Pizza bestelle, dann sage ich immer meinen richtigen Namen. Naja, sie gab sich auf jeden Fall als Jen aus. Sie bestellte und bat die Pizza zu einem Hintereingang eines Geschäfts in West Turkeyfoot, Lake Road, zu liefern. Ashley Biggs, die Lieferantin, machte sich auf den Weg und fuhr leider nichtsahnend in ihren Tod. Es war ca. 1 Uhr morgens, als der Chef von Ashley, also von Domino's Pizza, sich Sorgen machte und die Polizei alarmierte und sagte, eine meiner Lieferantinnen ist nach der Lieferung nicht mehr zurückgekommen und es ist inzwischen schon relativ viel Zeit verstrichen, zudem kann ich sie auch über das Handy nicht mehr erreichen. Die Polizei fuhr daraufhin zur Adresse, die von Jen, ja, am Telefon durchgegeben wurde. An der Adresse angekommen, bemerkte die Polizei sofort, dass ein Kampf stattgefunden hat und fanden eine große Menge Blut. Auf dem Parkplatz war außer das Blut keine Ashley und auch nicht ihr Auto, mit dem sie die Lieferung getätigt hatte, aufzufinden. Man fand auch nur kurze Zeit später heraus, dass Ashley, welche nicht mehr aufzufinden war, nur kurze Zeit davor einen Sorgerechtsstreit mit ihrem ehemaligen Freund hatte. Chad und Ashley hatten nämlich eine 6-jährige Tochter. Diesem Indiz ging die Polizei dann nach und fuhr zu einem großen Grundstück, welches den Großeltern von Chad Cope gehörten, also dem ehemaligen Freund von Ashley. Dort fanden sie ein Fahrzeug stehen, in dem Erica Stefanko und 4 Kinder saßen. Der Fahrersitz war allerdings leer. Als weitere Beamte zur Verstärkung kamen, hörten sie schwere Schritte im Wald hinter dem Grundstück und fanden nur kurze Zeit darauf Chad hinter einem Baum kauernd. Er hatte sich versteckt. Daraufhin nahmen sie Chad und Erica erstmal fest. Erica, wie schon vorher im Anfang des Videos erklärt, war die Frau, welche den Pizzaservice angerufen hatte. Chad blieb in Gewahrsam und Erica kam wieder frei. Ein paar Stunden später bemerkte eine Frau in Doylestown ein rotes Licht in einem Maisfeld. Erst dachte sie sich nichts dabei, aber weil das Licht mehrere Stunden später immer noch leuchtete, entschied sie sich, die Polizei zu rufen. Dem Polizisten vor Ort wurde durchgegeben, welches Auto Ashley fuhr, und als sie in das Maisfeld ging, fand er genau dieses. Es war aber nicht nur das Auto, denn auf der Rückbank lag eine Leiche. Das Gesicht der Leiche war dunkelrot und der Hals war mit einem Kabelbinder zugeschnürt. Auch ihre Hände waren mit einem Kabelbinder befestigt und die Leiche wurde mit schwarzem Klebeband umklebt. Die Leiche trug ein T-Shirt von Domino's und das Kennzeichen übereinstimmte mit dem von Ashleys Auto. Sie wurde also schlussendlich gefunden, in einem Maisfeld. Das Haus von Chad Cobb wurde daraufhin auf den Kopf gestellt. Die Polizei fand eigentlich auch alles, was sie brauchten, um den Fall abzuschließen. Auf einem Tisch im Hinterhof fanden sie Kabelbinder, Tarnkleidung, einen Rucksack, ein Tauchermesser, Stiefel und eine Art Taser. Ebenfalls fand die Polizei eine Militärtaschenlampe mit roter Linse, die es erleichtert, nachts zu sehen, eine schwarze Neoprenmaske, Camouflage-Make-up,
eine Rolle, schwarzes Klebeband und Handschuhe mit gehärteten Knöcheln. Chad Cobb wurde wegen Mordes, Entführung, Raubes, Körperverletzung, Vergeltung, Manipulation von Beweismitteln, Missbrauch einer Leiche, der Besitz von kriminellem Werkzeug und der häuslichen Gewalt beschuldigt. Holy moly, das ist eine ganz schön lange Liste. Drei der Anklagepunkte wurden sogar mit der Todesstrafe verbunden. Chad gestand seine Schuld und wurde am 28. Februar 2013 zur lebenslangen Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt. Der Polizei war aber bekannt, dass die Pizza von einer Frau bestellt wurde. Und somit gaben sie die Ermittlungen gegen Erica Stefanko nicht auf. Es dauerte nur leider ganze 6 Jahre, bis sie Erica schlussendlich verhaften und verurteilen konnten. Die Polizei kontaktierte Chad im Gefängnis und versuchten durch ihn an Informationen zu kommen. Chad wollte anfangs keine Aussagen tätigen, schrieb aber im Dezember 2017 einen Brief an den ermittelnden Beamten und gab diesem Hinweise. Daraufhin wurde die Mutter von Chad verhört und diese stellte den Beamten eine Audioaufzeichnung aus dem Jahr 2014 zwischen ihr und Erica Stefanko zur Verfügung. In dieser Audioaufzeichnung sagt Erica zur Mutter von Chad, dass sie immer wieder totale Panik und Angst bekommt, wenn sie Sirenen hört, da sie dann immer denkt, dass die Polizei nun kommt, um sie zu holen. Zudem gab sie zu, dass sie den Anruf für Chad getätigt hatte, damit Chad ihr dann dort auflauern kann. Zudem sagte sie, dass Chad eigentlich vorhatte, ihren Kopf als Trophäe zu behalten. Es ist manchmal wirklich abartig, oder? Auch Chad gab ein weiteres Statement ab und so hatte die Polizei genug, um Erica Stefanko festzunehmen. Am 19. November 2019 wurde Erica Stefanko wegen Mordes, Entführung, schwerem Raub, Körperverletzung, Vergeltung, Manipulation von Beweismitteln, schwerem Diebstahl von einem Auto, Missbrauch einer Leiche und Besitz von kriminellem Werkzeug angeklagt. Ey, ebenfalls eine unglaublich riesige Liste. Das einzige Problem war nur, dass es eben die sogenannte Verjährungsfrist gibt und deswegen konnte Erica nur noch für Mord, Entführung und für schweren Raub angeklagt werden. Ihre Mutter Joelle Hendrick bat die Richterin um Nachsicht und sagte, dass ihre geliebte Tochter nicht das Monster sei, als das andere sie hinstelle. Zudem sagte sie, sie habe keine gewalttätigen Knochen in ihrem Körper. Interessanter Satz, habe ich so auch noch nie gehört. Aber die Staatsanwältin im Fall gegen Erica Stefanko erklärte, dass die Tat, die an Ashley ausgeübt wurde, 2 Menschen benötigt und dass Erica ganz genau wusste, was sie tat und ihr Mitspielen bei dieser grauenhaften Tat nicht beim Anruf bei Domino's blieb. Es benötigt 2 Menschen, um ein Auto in einem Maisfeld zurückzulassen, und erwähnte auch die Tatsache, dass Erica 4 Kinder in ihrem Auto hatte und diese mitnahm, um ihren Ehemann zum Ort des Geschehens zu bringen. Die gemeinsame Tochter von Ashley und Chad sagt vor Gericht aus, dass Erica Leben verwüstet und Familien trennt. Stefanko habe sie in einer Minute dazu gezwungen, Hundekot zu essen und in der nächsten auf Facebook alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Sie sagte, dass sie sich nie getraut habe, ihrem Vater zu sagen, wie Erica sie verletzt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, was du mit uns machen wirst, wenn du jemals aus dem Gefängnis herauskommen wirst, waren die letzten Worte, die sie an Erica widmet. Das ist schon absolut makaber, wenn man sich das mal überlegt, dieses... Boah, ich will mir gar nicht vorstellen, was die Kinder da teilweise alles durchmachen müssen. Erica wurde vom Gericht im Juli 2021 wegen Mordes für schuldig gesprochen. Die Anklagepunkte Entführung und schweren Raub wurden aber dennoch fallen gelassen. Der Urteilsspruch war 7-mal lebenslänglich. Sie hat aber nach 30 Jahren die Möglichkeit, auf Bewährung zu plädieren. Naja, hoffen wir mal, dass dies am besten einfach nie durchgeht. Die Tochter, der Name der Tochter wurde, by the way, während der Verhandlung nicht öffentlich gemacht, lebt nun bei Chads Mutter. Cindy Cobb sagte zu Erica, deine Schreckensherrschaft ist nun zu Ende. Die Teenagerin sagte sogar, dass wenn Erica in 30 Jahren die Chance auf Bewährung bekommt, sie sich dagegen widersetzen wird, was auch immer nötig ist. Nach dem Urteilsspruch zog Erica ihre Maske runter und sagte zu ihrer Mutter, ich liebe dich. Ja, das war der unglaublich grausame und schreckliche Fall, was uns einfach wieder zeigt, wie dumm manche Menschen sind und was... Es ist einfach pure Dummheit, wegen solch einem Streit so eine grausame Tat zu tun und Familien zu zerstören, Menschenleben zu nehmen. Ganz, ganz schlimm. Aber das war der Fall,
der sogenannten Pizzamörderin, wie ich es einfach mal so nennen möchte. Unglaublich grausam. Ihr müsst euch mal überlegen, die hat sich nichts dabei gedacht, hat bei Domino's gearbeitet, es klingelt das Telefon, es kommt eine Bestellung rein, sie fährt an den Ort und wird dort kaltblütig ermordet, weil ihr Mörder bereits auf sie wartete. Das macht auch so ein bisschen Angst, jetzt mal ohne Witz. Es kann einfach jedem passieren. Passt einfach auf euch auf, meine Freunde. In dem Sinne, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Schreibt doch mal sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich meine, ihr seid es ja gewohnt. Ich sag's jedes Mal am Ende der Videos. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Ja, weil ich es einfach interessant finde und gerne mit euch in den Kommentaren hin und her schreibe. Deswegen, ja, schreibt es gerne unten rein. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch über alles. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, euch von einem weiteren True Crime Fall zu berichten. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch. Passt auf euch auf. Passt wirklich auf euch auf. Macht keinen Quatsch. Lauft nachts nicht alleine irgendwo in irgendwelchen komischen Gegenden rum. Und wenn, dann habt immer ein Telefon bereit und telefoniert mit irgendjemandem. Wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Alina Eisentraut, Amano Hina, Andreas Schuster, Baby Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, Christopher Schmale, Denner, Firehead 1999, FJ Mountain, Jacqueline Seidel, Jasmin Caroline, Leni Fischer, Maria Pantu, Nadja Fettgenheuer, Patrick und Jenny 2017, Pyrojan 95, Rexy TV, Snicker, Stephanie, Steven Lead, Totti Botti, Verena Alberer, X Javi, Yvonne, Alyssa Anastasia, Anna Rose, Beatrice Rebecca, Black Catu, Brody's Rainbow, Bubble Dyer, Celine W., Claudia Stetter, Da Passi, Dino, Enger, Florian Wilding, Eisblü, Isabel Wernicke, Jen Jen, Jenny Steffel, Jessica, Jules F. Mew, Juna da Luna, Justin Richter, Kai, Kim S., Kinga 1613, Kinga Misa, Lauren, Lea, Linta, Lukas Borziskowski, Madia Ahmed, Magdalena Kantler, Mandy 172, Manfred Büttner, Mario Meyer, Mark 16, Markus Burkhardt, Maximilian Hanke, Mike Holtkamp, Diaboli 666, Mira Jane, Mr. Passo, Nicole Seger, Noah Jones Leitenbauer, Oliver Dölchner, Prinzessin von Poperze, René Kote, Sarah, Sarah S., Steffi, Steven Kuch, Strubbelhaar, Sven Schulz, S. Zypkibil, Tim Dudichum, Tina Karaman, Roni Brandner, Xenia und Zeffi Rau. An dieser Stelle wie immer vielen, vielen Dank für euren Support.